Wie sieht es eigentlich aus mit einem Cheating-Tag in der ketogenen Ernährung? Dazu gibt es eine sehr spannende Untersuchung der Okanagan University auf der UBC. Die wollten wissen, was nach einer Woche ketogener Ernährung passiert, wenn man ein hohes Maß Glucose wieder einführt. Dafür haben sie 9 gesunde erwachsene Männer genommen, haben sie eine Woche lang auf eine typische ketogene Ernährung gesetzt. Das heißt 70% Fett, 20% Eiweiß und 10% Kohlenhydrate. Nach dieser einen Woche haben sie ihnen 75 Gramm Glucose gegeben. Das ist ungefähr eine Dose Soda oder ein Teller Pommes. Im Prinzip wollten sie herausfinden, was der Körper mit dieser Glucose macht und ob er es abstößt oder ob er es wieder annimmt. Oder im Maximalfall wollten sie gewisse Entzündungswerte im Blut feststellen. Was sie allerdings fanden, war viel erschreckender. Sie fanden einen Biomarker vor, der eigentlich nur bei Menschen entsteht, die älter sind und schon länger ein Herz-Kreislauf-Leiden haben. Das bedeutet für uns, die wir uns ketogen ernähren, wenn ihr gerne einen Cheat-Tag machen wollt, dann bereitet euch langsam darauf vor. Ein plötzliches Einsteigen mit einem hohen Maß Glucose kann einen wahnsinnigen Druck auf eure Blutgefäße geben, die im schlimmsten Fall platzen könnten und das kann lebensgefährlich werden. So fiel auch das Resümee dieser medizinischen Schule aus. Die haben festgestellt, dass eine ketogene Ernährung nicht für 6 Tage die Woche ist und Samstag einen Cheat-Tag machen. Das kann wirklich lebensbedrohend sein.